Roman Reigns ist ein absolut monumentaler Champion. In diesem Video geht es um 5 Wrestler, die ihn potenziell entthronen könnten. Die 5 wird wenige überraschen, es ist die Dauerdiskussion The Rock. Absolut offensichtlich ist, dass The Rock einer der größten Stars in der Wrestling-Welt und generell in der Welt ist. Ein Aufeinandertreffen von The Rock und Roman Reigns, das wäre best for business. Darüber spekulieren Wrestling-Fans und WWE-Verantwortliche seit Jahren. WWE will es unbedingt bringen. Rock stellt sich etwas quer. Er will sich nicht blamieren im Ring, er will sich nicht verletzen. Er hat andere Prioritäten, unglaublich viele Projekte, die er noch verwirklichen will. Kann sich vorstellen, irgendwann sogar als US-Präsident zu kandidieren und in die Politik zu gehen. Als einer der bestbezahlten Schauspieler der Welt hat er sich mehr auf seine Filmkarriere konzentriert. Wenn es zu diesem Showdown von Cousin und Cousin kommen sollte, wäre WrestleMania der perfekte Ort dafür, das ist klar. Allerdings hängt es einfach davon ab, ob The Rock nochmal zurückkehren möchte und ob er das Go gibt. Und es wird mit jedem Jahr ein bisschen unwahrscheinlicher, denn irgendwann wird The Rock auch sagen, Leute, das tue ich mir nicht mehr an, ich bin fertig mit dem Wrestling. 4. Seth Rollins. In der letzten Zeit hat Rollins bewiesen, dass er einer der besten Wrestler ist und es verdient, ganz oben zu stehen. Seine Fehde und Matches mit Cody Rhodes waren absolut grandios und auch seine Arbeit mit Riddle hat gezeigt, dass er einer der besten ist. Zudem hat Rollins eine besondere Verbindung zu Reigns als ehemaliges Mitglied von The Shield. Rollins hat bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass er Reigns besiegen kann und die Fans würden sich sicher über einen Sieg von Rollins freuen. Es wäre auch eine Gelegenheit für Rollins, seine eigene schlechte Phase als Fanliebling im Jahr 2019 wieder gut zu machen. Dieses Match wäre sicherlich ein Banger, allerdings auch schon ein paar Mal gesehen. Rollins will unbedingt wieder in den WWE Main Event, WWE könnte also potenziell auf ihn setzen. 3. Jey Uso. Er hat eine persönliche Geschichte mit Reigns und könnte ihn nach all den Manipulationen und Lügen endlich besiegen. Die anhaltende Familienfehde führt zu einem äußerst dramatischen Match, bei dem die Emotionen hochkochen werden und die Zuschauer jeden Nearfall und jede filmreife Entwicklung mitfiebern werden. Leider deutet alles darauf hin, dass Reigns am Ende den Titel behalten wird, da WWE weiterhin die Geschichte eines allmächtigen Reigns erzählt, der durch seine eigene Selbstsucht systematisch selbst zerstört wird. Aber vielleicht gibt es doch eine Überraschung und Jey Uso sichert sich den Sieg, was nicht nur Sinn ergeben würde, sondern auch der gesamten dreijährigen Odyssee einen angemessenen Abschluss geben würde, einen absoluten Upset, einen Überraschungssieg, aber es würde auch einen neuen Main-Eventer hervorbringen, eine mögliche Belohnung für jahrzehntelange und gute, harte Arbeit von den Usos. And I'm out too. Oh my God! 2. Cody. Natürlich immer noch in der Liste. Der Rhodes-Name, eine wahre Legende im Wrestling. Cody hat gezeigt, dass er in die Fußstapfen seines Vaters Dusty Rhodes treten kann. Trotz seiner Verletzung ist Cody immer noch der einzige Wrestler in der WWE, der Roman Reigns in puncto Star Power so wirklich ebenbürtig werden kann bzw. sein kann und von den Emotionen, den Zuschauerreaktionen da durchaus auch vieles triggert. Sein triumphales Comeback nach dem Ausflug zu einer anderen Wrestling-Promotion namens AEW, hier dürfen wir es ja sagen, war ein voller Erfolg und hat gezeigt, dass er ein glaubwürdiger Herausforderer für Reigns ist. Obwohl er bei WrestleMania 39 eine bittere Niederlage hinnehmen musste, gibt es dennoch die Überzeugung, dass der Rhodes-Name mehr Respekt von WWE verdient. Der American Nightmare scheint dazu bestimmt zu sein, genau das zu beweisen. Seine grauenhafte Verletzung war unglücklich, aber seine Entscheidung, trotzdem weiterzukämpfen, bestätigte den Fans seine Heldenhaftigkeit, machte ihn wiederum natürlich beliebt und zeigt sein Mindset. Vielleicht sollte Cody nochmal den anderen Jungen aus der anderen Wrestling-Dynastie um den größten Preis des Geschäfts herausfordern. Rhodes ist ein Megastar in Wartestellung und seine Zeit wird mit Sicherheit kommen. Früher oder später. Außerdem könnte Triple H damit AEW zeigen, wie ein ehemaliger AEW-Star bei WWE komplett aufblüht und total erfolgreich und zufrieden ist. 1. Gunther. Nach dem Gewinn der Intercontinental Championship und der beeindruckenden Regentschaft ist es nur eine Frage der Zeit, bis Gunther in den Main Event aufsteigt. Er hat mehrmals bewiesen, dass er einer der besten Wrestler der Welt ist und WWE hat großes Vertrauen in ihn als zukünftigen Topstar. Seine herausragende Leistung beim Royal Rumble, bei dem er einen neuen Rekord für die längste Verweildauer aufstellte, zeigt, dass er bereit ist, ins Top-Titelgeschehen aufzusteigen. Gunther ist bereit für eine herausragende Rolle und Reigns könnte einige frische Gegner gebrauchen. Zudem hätte Gunther mit Imperium an seiner Seite einen klaren Vorteil und könnte die Show stehlen. Früher oder später
wird Gunther den ganz großen Preis in die Höhe halten. Ob er ihn gegen Reigns gewinnt oder einen anderen Superstar, das warten wir mal ab. Dankeschön, dass ihr hier bei diesem Video mit dabei wart. Abonniert den Spotfight Podcast für gute Wrestling-Analysen und bis spätestens zum nächsten Video. Ciao, ciao.